So, willkommen bei Part 4 von Pokémon Trading Card Game. Also, uns fehlt nur der werte Herr hier und wir fallen heraus. Ich bin Olaf, der Meister des Steinclubs. Stein sind klasse. Ist gar nicht toll, Chaos. Woher weißt du meinen Namen? Das ist unheimlich. Nein. Stein ist hart und stark. Zerbricht nicht unter Gebrauch. Wenn du gegen mich gespielt hast, wirst du mir zustimmen. Los, mal sehen, aus welchem Material du bist. Möchtest du gegen Olaf antreten? Und zwar geht um 6 Preise. Du bekommst die Steinmedaille erst, wenn du mich besiegt hast. Steinkampfmeister Professor Aisch. Steinschlagdeck. Ich habe keine Karten auf der Hand. Was ist das denn, Käse? Lapras und eine Wasserenergie. Tolle Kombination. Dafür will ich auch anfangen. Yay! Macht nix. Beziehungsweise er macht nix. Aber ich glaube trotzdem die Energiekarte. Nye, nye, nye. Da ziehen wir mal 7 neue Karten. Nämlich die sind nicht so gut. Ich korrigiere, diese Hand ist schlechter als die vorherige. Angriff mit Aquaknarre. Yay. Ja. Spannend wie Sau, muss ich sagen. Trank. Ein voll aufgeladenes Lapras. Tja, lieber Olaf, ob du dagegen noch groß ankommst? Wir werden sehen. Ja. Und Kleinstein wurde besiegt. Und jetzt hier ein Turtok. Yay! Ja. Dö. Denn Defender-Sauerei. Und die Aquaknarre. Schaufler. Wuhu. Man. Sonst. Hey, wir legen eine Psychoenergie aus Sana, das war's. Und die Aquaknarre. Wieso verwendet Professor Eich hier eigentlich Boden-Pokémon, beziehungsweise Gestein, je nachdem, wer es nimmt. Oh, meine Energie. Osana. Und der Aquaknarre. Und das nächste da. Yay, gewonnen. Professor Eich, mehr anstrengen. Das ist der mit Olaf gewonnen. Yay. Ups, das dumme Kann. Hast einen Sieg über mich zu verdanken. Die Steinmedaille gehört dir. Gehört zu Recht dir. Kase hat die Steinmedaille. Beziehungsweise hat die Steinmedaille gewonnen. Und damit haben wir schon unsere zweite Medaille erhalten. Yay. Nimm dazu diese Boosterpackung. Rätsel. Elektroball, Razzav. Schlurp, Nidorina, Vulpix, Mankey. Geheimnisziel, Amanitas, Dramato, Energieabsauger. Und noch eine weitere Packung. Aerodactyl, Razzav. Falmara, Pokémon Center. Mankey, Feuerenergie, Taubsi, Uweil, Pikachu, Vulpix. Auf den Tag, in dem wir wieder spielen. Gerne, Professor Eich, aber das wird nicht passieren. Oh. Gott, wie geht's? Du hast die zweite Medaille gewonnen. Du musst ein Glückskind sein. Ich werde sehen, wie gut du wirklich bist. Ich bin um 6 Preise. Gewinnst du, gebe ich dir eine sehr seltene Karte. Ronald. Ich bin Ronald Deck. Sehr kreativer Name für ein Deck. Ja, schon. Ah, was haben wir auch? Rosanna.
Und Lapras. Wir spielen Lapras, es ist einfacher zu spielen. Dö. Oh, scheiß Nachmacher. Kann ich irgendwie noch meine Hand einsehen? Nee. Dann nehmen wir es einfach einen Stern, du. Keine Ahnung, was ich jetzt auf der Hand hatte. Ach, Mist, zwar ein Lamus. Toll. Und der Quacknarre. Der Feuer geht mit Vulcano und der beendet seinen Zug. Ich stecke zwei Energie an und da Quacknarre. Yeah, Kampfenergie an Glumanda da was. So ist es wie. Aquaknarre. Feuerenergie an Glumanda. Und Ende des Zuges. Kor spielt Shiggy auf die Bank und legt eine Wasserenergie dran. Und besiegt erstmal dieses Labras. Wir erhalten einen Energieabsauger. Er verwendet Professor Eich. Was hat er vor? Ihr habt doch gerade eben gegen Professor Eich gewonnen. Geheule. Böse. Standpunkt. Ach Mann. Eine Geheulattacke. Was für dieses nervige Geheule? Ja, mein Fleckmann. Und ich werde erstmal gemein hier. Energiesuche. Psychoenergie, yo. Ich rede gerade wie ein Volltasti, aber scheiß drauf. Meditation. Und irgendwie habe ich keine Ahnung, worüber ich reden soll. Was eigentlich daran liegt, dass ihr zu viele Energien. Was hat denn der vor? Wir es weiterentwickeln? Meditation. Das war ein Fehler, mein junger Herr. Yay, wir haben uns da mir bei ein Stück weiterentwickelt. Und dieses Glomanda ist down. Schicki kommt auf die Bank. Ne, aufs Spielfeld kommt, oder? Blubber. Nee, nein, aus. Pfui. Ich hasse Paralyse. Was ist denn der Lapras? Pokémon Power. Es gibt keine Fähigkeit, die Paralyse heilt. Oder irgendwas anderes. Das wäre schön, aber nee. Ach, geh nicht mal so schnell. Klingt jetzt sinnlos, aber ich mag's clean. Aquaknarre. Und durchgespielt. Nee. Vulcano? Du glaubst nicht ernsthaft, damit sich Feuerenergie lohnt, oder? Okay, so schon. Oder auch nicht. Haha. Bezeichne mich jetzt Haxe, aber das ist doch scheißegal. Yay! Ronald McDonald. Und ich muss sagen, wir haben gewonnen. Das ist der mit Ronald gewonnen. Yeah. Ich habe mich nicht angestrengt.
Nun. Es ist, wie es ist. Und deshalb gebe ich dir diese Karte. Klaus erhält Futterskarte Level 12 Pummeluff. Pummeluff, Level 12, KP 50. Doppelfarbloses Pokémon. Basis. Erste Attacke, erste Hilfe, ein doppelt farblose, also ein egal was. Und Risikoattacke. Erste Hilfe, entferne eine Schadensmarke von Pummeluff. Pummeluff fügt sich selbst 20 Schadenspunkte zu. Aua. Nächstes Mal wird es schwerer. Man sieht sich. Dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal auch hier dran. Ich will das nicht lesen, ich will nur die Pusterpackung. Ups. Ach, scheiße, auf alle Fälle, mal machen wir dabei. Spam den B-Button. Das gehört immer dabei raus. Ja, was machen wir jetzt noch? Das war nämlich jetzt ziemlich kurz mit den beiden, oder? Ich habe eine Idee, was wir versuchen können. Dafür muss ich hier in den Wasserclub. Entweder ist der Wasser oder Pflanzenclub. Ach, hier, kennst du Imakuni? Er ist ein verdächtig aussehender Typ, der ganz schwarz gekleidet ist. Exhibitionist. Er tanzt in der Loge eines der Clubs. Er ist nicht zu übersehen. Aber vielleicht solltest du dich lieber von ihm fernhalten. Hier schon mal nicht. Schauen wir jetzt einfach mal die ganzen Clubs durch. Yay, da ist er! Yay! Noch so ein Spezialevent, was ich gerne. Kommen wir vor den einfach mal raus. Wer bist du denn? Wer ich? Du weißt es nicht, wer ich bin. Ich bin der große Musikstar Imakuni. Ich singe den Poké-Rap. Du tanzt. La di la di la. Da. Hey, beweg deine Füße. Was? Karten? Du willst gegen mich antreten, okay. Aber wenn ich gewinne, musst du tanzen. Möchtest du gegen Imakuni antreten? Gerne. Okay, ein Match. Sechs Preise, was immer das auch bedeutet. Seltsame Lebensform, Imakuni-Deck. Ich finde diesen Charakter so genial. Der hat auch so viele geile Karten an sich, die eigentlich total nutzlos sind. Da fällt mir gerade Imakunis Dodo ein. Mit der ersten Attacke sorgst du dafür, damit du dieses Pokémon vom Tisch runterwirfst. Ich glaube, die zweite Attacke. Da gab es noch ein Pokémon. Ich glaube, es war Glurak? Wo ein Gegner ablenken kannst und dann einen Preis nehmen darfst. Während es nicht auffällt, ist es egal. In dem Shigi? Nein, und die Europ. Oh, Imakuni fängt an. Mit einem. Ja, das ist Imakuni. Versuch für Laufschlag. Oh, das sind 20 Schadenspunkte direkt am Anfang des Matches. Ich finde die Karte so sinnlos. Ich wollte gar keine Kopf, Mann. Nee. Was ist Energie an Traumato? Jetzt sehen wir gut die Schaden weg. Psychoenergie. Ich noch weiter, was ist Energie an Shigi? Was ist kein Panzerschutz hier drin eigentlich? Wir fangen bei Kopfwänden. Ach so, an Schadwänden. Das juckt mich wenig. Na 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 na. Au. Wendezug ohne anzugreifen? Nein, das ist keine Energiekarte. Das hier ist eine Energiekarte. Behalten wir erstmal. Und Brenda hat 10 Schadenspunkte und ist besiegt. Wir hätten schon wieder eine Energiekarte. Eine Energiesucher. Oh, das wird nicht einfach. Müssen wir doch das Jugend ausstatten. I'm a genius. I'm the Hex Genius, um genau zu sein.
Komm, bitte aktiviere deine Telekommunikation. Und yay! Wie gesagt, ich bin ein Genie, wenn es darum kommt, die Münze einzusetzen. Oder auch nicht, je nachdem, wie er sehen will, auch wenn ich eher Glück in dem Fall habe. Chillock! Scheiße! Ah, ich habe ja noch eine Energiesuche. Bis 40. Angeschissen, liebe Ami. Nicht Amikuni, Imakuni. Amis Yugong. Asana. Und wir haben jetzt Turtok. Haha. Nein, ich will Superdrang spielen. So. Hydro-Pumper. Yeah. Von den drei Startern war nicht. Oh, wie komme ich jetzt Hypno aus Starter? Ich bin geistig verwirrt. Kopfnuss. Toll. Und Hydro-Pumpe und das Lamos ist besiegt. Wuhu! Mit dem Preis. Das ist zu hell mit dem Akuni gewonnen. Na, 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 na. Hey, du bist wirklich gut. Ich gebe dir diese Karte, diese Boosterpackung. Erzähl mal die von meiner Niederlage, okay? Kasa hat eine Boosterpackung. Colosseum. Wir erhalten eine Computersuche. Nidorino, Magma. Kadabra. Tausch. Stendo, Ratzfatz, Macholo. Massenergie. Und eine weitere Boosterpackung. Evolution. Flamara, Shellac, Energiezuwendung, Knarra, Windhauch, cool. Nibulak. Energiesuche, Krabi, Hornio, Elektroenergie. Und dann eine weitere Boosterpackung. Rätsel. Wir hatten Aerodactyl. Aerodactyl. Pokémon Center, doppelt farblos, Parasect, Mauzi, Energieabsauger, Traumato, Voltoball, Muschus, Vulpix. Und eine weitere Boosterpackung. Labo! Hübner. Who want to play the pedo? Wartung, Golbat, Knogger. Wiederverwertung. Tentacha, Havitak, Spieler, Magnetilo, Quapsel. Hübner. Come, little children, come with me, as safe and happy you will be. Lion von Holmes, let us play. Fuck, ich weiß nicht, nicht mehr weiter. Naja, egal. Wenn du den nehmen kannst, sind Herzen mit Nuss. Das Geheimnis, hey, das hört sich Reste an. Nicht wirklich. Wir sollten dichter werden. Nein. Und übrig nichts, okay. Dann beende ich hier den Part, sagt dem Kopf gegen mir. Immer Kuni, so, halt euch dran. Gewinnt oder ihr seid zum Tanzen verdammt. Ciao.